stehst. Der Tisch steht. Der Tisch steht nicht, erst gestellt worden. Du liegst. Der Tote liegt. Der Tote liegt nicht, erst gelegt worden. Würdest du nicht stehen können? Und würdest du nicht liegen können? Könntest du nicht sagen, der Tisch steht und der Tote liegt? Könntest du nicht liegen und stehen? Könntest du nicht sagen, ich kann weder liegen noch stehen? Ein fetter Mann ist lebensecht. Der Angstschweiß ist alltäglich. Wäre ein fetter Mann nicht lebensecht und wäre sein Angstschweiß nicht alltäglich, so könnte ein fetter Mann sich nicht ängstigen und könnte ein fetter Mann nicht auf dem Bauch liegen, so könnte ich nicht sagen, er steht weder auf, noch kann er singen. Der Raum ist klein, aber mein. Der Schemel ist niedrig, aber bequem. Das Urteil ist hart, aber gerecht. Der Reiche ist reich, aber leutselig. Der Arme ist arm, aber glücklich. Der Alte ist alt, aber rüstig. Der Berühmte ist berühmt, aber bescheiden. Der Irre ist ihr, aber harmlos. Der Verbrecher ist Abschaum, aber trotz allem ein Mensch. Der Krüppel ist bedauernswert, aber auch ein Mensch. Der Fremde ist anders, aber es macht nichts. Der Schnee trifft, aber mühsam. Die Fliege läuft über das Wasser, aber manchmal. Der Soldat kriecht durch den Schlamm, aber zufrieden. Der Pförtner rennt in die Falle, aber mit der Welt versinnt. Der Verurteilte macht einen Luftsprung, aber eigentlich, das Verbrechen war knapp, aber das geht vorbei. Die Gemeinschaft ist nicht nur eine Last, sondern auch eine Lust. Der Krieg ist zwar ein Unglück, aber manchmal unvermeidbar. Die Zukunft ist sowohl dunkel, als auch gehört den Tüchtigen. Das Spielen ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern es bereitet auch auf die Wirklichkeit vor. Der Zwang ist zwar fragwürdig, aber er kann nützlich sein. Eine raue Jugend ist zwar ungerecht, aber sie macht hart. Hunger ist zwar schlimm, aber es gibt Schlimmeres. Prügel sind zwar verwerflich, aber man muss auf die positiven Seiten sehen. Sonnenblumen sind nicht nur Aufstieg, sondern auch Sommer und Winter. Die Sitzecken leuchten zwar, aber zum Verdursten sind sie nicht nur wegen Schaffen, sondern verbringen auch bei Tageslicht betrachtet einen beschaulichen Lebensabend. Die besseren Lösungen sind nicht nur nicht erstrebenswert, sondern fressen wir zwar aus der Hand, werden aber auch jede Einrichtung entschieden und mit Nachdruck zurückweisen. Je liebevoller der Tisch gedeckt ist, desto lieber kommst du nach Hause. Je größer die Raumnot, desto gefährlicher die Gedanken. Je freudiger du arbeitest, desto eher findest du zu dir selber. Je sicherer dein Auftreten, desto leichter dein Vorwärtskommen. Je besser das gegenseitige Vertrauen, desto erträglicher das Zusammenleben. Je feuchter die Hand, desto unsicherer der ganze Mensch. Je sauberer die Wohnung, desto sauberer der Bewohner. Je weiter nach Süden, desto fauler die Leute. Je mehr Holz auf dem Dach, desto mehr Schimmel im Backofen. Je mehr Stämme unterkellert, desto mehr Umtrieb auf den Kohlenpfannen. Je heller die Wäschestricke, desto mehr erhängt im Hackelstein. Je nachdrücklicher die Farbe und nach Vernunft die Birke, desto einschmeichelnder die Holzgesetze der freien Natur. Jedem Gegenstand gewinnst du etwas Neues ab. Niemand steht abseits. An jedem Tag geht die Sonne auf. Niemand ist unersetzlich. Jeder Aufbau bedeutet Frieden. Niemand
niemand ist eine Insel. Jeder vernünftige Mensch berücksichtigt bei jedem Schritt die Gesamtlage. Niemand zeigt mit dem Finger nach anderen. Jeder Mensch verdient Acht, auch eine Putzfrau. Jeder Bohrer, der auf eine Leiche stößt, entspricht einem Schnellfeuergeschütz, das in der Minute 6000 Schuss abgeben kann. Das Blut schreit zum Himmel. Das Unrecht schreit zum Himmel. Ohne das Blut könnte das Unrecht nicht zum Himmel schreien. Du beunruhigst dich. Ich beruhige dich. Bald ist schon die Faust.